Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Part Animal Crossing New Leaf, zu einer neuen Fragerunde in Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo. Ja, diesmal ist es ein Thema, das mich persönlich, nicht sehr begeistert. Ich würde da ungern drüber reden. Aber naja, ihr entscheidet mit euren Fragen, welches Thema denn thematisiert wird. Eure Fragen regeln das Thema des Parts und den Ablauf der Fragerunde. Ja. Ask.fm könnt ihr mir Fragen stellen, die dann hier in einem Animal Crossing Part beantwortet werden. Part 2 dieser Fragerunde. Geschichte, die noch einen Namen braucht, ein Projektnamen braucht das Ding noch. Also schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr einen kreativen Namen habt für diese Fragerunde-Sache in Animal Crossing New Leaf. Das sind aber auch Fragen, die ihr mir hier stellt. Das glaubt man ja fast nicht. Das ist. Ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Die kommt hier wieder anonym auf. Wie ist das gleich noch? Ask.fm. Die meisten Fragen. Oder genauer gesagt, alle Fragen, die ich bisher auf ask.fm bekommen habe, sind anonym gestellt worden. Und die erste Frage lautet da, ich versuche heute ein bisschen, nein, so lautet die Frage nicht. Das war meine Antwort dafür, jetzt habe ich mich ein bisschen verfranst. Ja, ist ja heute eine wundervolle Moderation. Ich versuche heute ein wenig abzulesen hier von meinem Skript. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte hier gemacht. Und weil die Fragen ein bisschen schwerer sind. Erste Frage, ja, komm raus damit. Glaubst du an die Liebe? Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Warum oder warum nicht? Wie schon gesagt, Leute, ihr stellt Fragen, das ist. Ja. Katastrophal, was hier für Fragen kommen. Glaube ich an die Liebe auf den ersten Blick. Was ist Liebe auf den ersten Blick? Gleich mal die Gegenfrage stellen. Es ist. Also, erste Mal kann ich nicht wirklich Erfahrungsberichte erzählen. Ich kenne mich mit dem Bereich Liebe jetzt noch nicht so wirklich aus. Ich kann nur das erzählen, was ich so beobachtet habe. Meine Sachen, die ich erzähle, die beruhen alle auf Beobachtungen. Ich selbst durfte sowas noch nicht erleben. Ich als Gamer und Let's Player habe es da ein bisschen schwerer. Aber Liebe auf den ersten Blick. Naja, ich sag's mal so, ich glaube nicht wirklich dran, weil ich auch irgendwie eher davon ausgehe, dass man sich erstmal ein bisschen kennenlernen muss, um sich wirklich zu lieben. Also, wenn man schon von Liebe spricht an sich, also wirklich die innige Liebe gegenüber dem anderen und wirklich die ernsthafte Liebe, dann muss man sagen, fängt das nicht sofort mit dem ersten Blick an. Da braucht es schon ein bisschen, braucht das schon ein Weilchen, muss man sich erstmal kennenlernen, dann kann es weitergehen.
Ja, ich habe heute auch irgendwie ein bisschen Probleme, mich auszudrücken. Also ähnlich wie immer, bloß heute ein bisschen schlimmer. Ja, und wie soll ich sagen? Also so auf den ersten Blick kann man sich vielleicht gefallen. Also man kann vielleicht sagen, ja, den finde ich spitze, den finde ich toll, der gefällt mir. Den kann ich mir als Freund vorstellen, aber so direkt Liebe kann ich mir da nicht wirklich vorstellen. Ja. So viel dazu. Ich würde es auch eher als Bedürfnis, also ist vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber ganz böse ausgedrückt, irgendwie ist eher ein Bedürfnis oder Begehren vielleicht. Oh, ein Glückskleber. Begehren, also Verlangen oder sowas, so ein Bedürfnis halt, harmlos gesagt, das ist Bedürfnis halt, so Lust und Interesse an dem Gegenüber, dass man halt so sagt, ja, gefällt mir, möchte ich bei mir haben, möchte ich mehr Zeit mit dem verbringen, den möchte ich kennenlernen. Und das könnte man durchaus an dieser Stelle schon sagen, aber ja, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung damit. Also ich habe da jetzt noch nicht wirklich Erfahrung gesammelt und kann darüber nicht so richtig reden, aber so wie ich es denke, braucht das vor allem Zeit. Also du kannst nicht einem Mädchen oder einem Jungen auf der Straße vorbeirennen und sagen, oh, ich bin verliebt in die. Ja, das war auf den ersten Blick, dass die liebe ich. Das ist, ja, da man findet den oder die vielleicht hübsch und anziehend und sexy vielleicht, aber ja, so richtig Liebe, na, ich weiß nicht. Das ist es für mich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt auch nicht der Zauber, den ich mir hinter Liebe vorstelle. Das halt, ja, zack, da ist es, erster Blick, fertig, sondern ja, das muss halt irgendwie, da muss halt was passieren, da muss das erstmal, ja, muss das erstmal entstehen. Rein physikalisch könnte ich auch jetzt euch mit gefährlichem Halbwissen nerven, dass das eine chemische Reaktion im Körper ist und man genau genommen ja die auch erst entwickeln muss, aber ja, gefährliches Halbwissen sollte ich nicht drüber reden. Klugscheißerzwerge am Start. Solche Sachen, die man mal irgendwo gehört hat und mal aufgegriffen hat, die, ja, sollte man vielleicht nicht klugscheißerisch mal verwenden. Wenn man nichts genau weiß, man es halt nur so ungefähr mal gehört hat, im Zweifel schweigt man und lässt es einfach bleiben und redet nicht darüber. Ja, ich würde mal sagen, nächste Frage. Da haben wir noch einige interessante Fragen hier vor uns. Ich hoffe, die Antwort hat dich, lieben Fragenden, ein wenig, ja, erfreut, war zufriedenstellend. Ich hoffe, das reicht. Nächste Frage, was bedeutet Schönheit für dich? Auch anonym gestellt. Schönheit. Ihr kommt mir hier mit Fragen heute. Ja, heute alles zum Thema Liebe. Ja, Schönheit. Da muss man erstmal fragen, was ist Schönheit? Also, ich kann es euch direkt nicht so sagen. Was finde ich denn schön? Das ist Schönheit. Menschen können schön sein, Lebewesen können schön sein, Dinge, Pflanzen, ja, so ein schön gestaltetes Ding kann auch schön sein. Also
Pflanzen sind öfters mal schön, also gibt es wundervolle Blumen. Menschen sind generell schön, also ich bin ja der Überzeugung, es gibt keine hässlichen Menschen. Ganz einfach, jeder Mensch ist für sich irgendwie schön, um es jetzt mal auf Menschen zu begrenzen, auf Lebewesen zu begrenzen. Der Mensch macht schöne und unschöne Dinge und ja, auch ja, Richtung Architektur. Ich als großer Architekturfan kann sagen, ja, vom Mensch erschaffene Sachen können auch schön sein, die können schön sein und können hässlich sein. Es gibt auch grottenhässliche Architektur und schöne Architektur. Dinge, woran sich der Mensch erfreuen kann, woran das Auge sich erfreuen, wo man erfreuen kann, wo man was Schönes sehen kann, was man ja gerne anguckt, und Sachen, die halt nicht so hübsch sind, die man nicht so gern anguckt. So, religiös gesehen könnte man sagen, ja, Gottes Schöpfung ist im Allgemeinen schön. Ja. Und das, was die Menschen machen, ab und zu. Ja, ich bin der Überzeugung, ich bin in dem Glauben, dass da schon was dran ist, dass halt schon irgendwie, ja, es einen Menschen nicht ohne Grund gibt und dass halt auch er seine Schönheit hat. Da kann man jetzt gerne diskutieren drüber, da kann man dran glauben, da kann man nicht dran glauben, aber was, glaube ich, relativ klar ist, es ist halt irgendwie so, dass jeder auch seine guten Stellen hat. Also jeder Mensch hat gute Werte. Wenn er halt nach außen nicht unbedingt die schönste Person der Welt ist, ist er innen drin umso besser. Also ist halt, wenn es nicht draußen hat, hat es drin, um es mal böse auszudrücken. Und ja. Wie definiert man Schönheit? Also Schönheit muss ja nicht nur äußerlich sein, Schönheit kann ja auch innerlich sein. Also man kann ja auch, ja, schön sein. Also mal als Charakterstärke mal schön sein. Also das, du kannst ja auch, ja, ein schöner und guter Mensch sein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt, beschränkt sich ja nicht auf Sexiness und Schönheit und ja, Beauty und Style und ja, und generell einfach mal, kann man sagen, ich stottere heute sehr viel vor mich hin und mache so viel Rumgeeiere. Das kann man generell mal sagen. Ja, auch generell kann man sagen, jeder Mensch hat ja seine eigene Einstellung zur Schönheit und für jeden ist was anderes schön und ja, 100 Menschen haben 100 verschiedene Perspektiven und Weisen, etwas zu sehen. Also sei es ein Gegenstand, sei es ein Gebäude, architekturmäßig, sei es eine Pflanze, ein Mensch, ein Tier. Ist auch bei Menschen, gerade um das auf Menschen zu zeigen, das ist. Der eine findet den Menschen schön, der andere findet den Menschen nicht ganz so schön. Und ja, das ist alles im Auge des Betrachters. Und ja, Schönheit, möchte ich nochmal betonen, begrenzt sich nicht nur aufs Äußere. Das ist ja einfach auch so, dass Menschen vielleicht auch von innen heraus schön sein sollen können. Ja, das war jetzt ein bisschen, ja, lyrisch und dichterisch gesprochen. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Was ist schön für mich? Ja, wie gesagt, ich bin Architekturfan. Ich finde viele Bauwerke sehr schön. Das ist Schönheit für mich. Ich finde Menschen schön. Ich finde jeden Menschen schön und ich versuche, in jedem Menschen
die Schönheit zu sehen, die er hat, halt auch irgendwie zu erkennen, ja, was ist an dir schön. Heute keine Sprechstunden mehr. Das ist doch der Wahrsager, oder was? Das kommt mir da bekannt vor hier. Phase besteht aus zwei Phasen. Ich glaube, ich setze mich immer wieder auf den Stein. Ich bin hier die ganze Zeit schon rumgerannt. Ich brauche mal kurz ein Minütchen hier, um mal zu reden und mal hier nur das Bild zu haben und mal ein bisschen, wenn man die Hütte im Hintergrund auch ganz mal ein bisschen thematisieren. Nur ganz kurz diese Phase, danach laufen wir wieder weiter und auch ein bisschen Action reinkommt. Das ist die Frage, wie Männer als eine Typ auf sich aufmerksam zu machen. Und die zweite Frage, wie kann man einen Jungen in einer Beziehung glücklich machen? Die zwei Fragen sind ziemlich ähnlich und ich habe zusammengefasst unter diesem Punkt. Ja. Und da könnte vielleicht auch irgendwie also so an mich gerichtet sein, so ein bisschen, ja, du bist doch ein Junge, sag mal, was kann man denn schön dumm machen? Ja, ich habe es mir hier mal aufgeschrieben als Stichpunkt, kann man einfach sagen, das Beste ist einfach nicht nach etwas suchen, was typisch für Jungs ist, also einfach gucken, also pauschalisieren und sagen, ja, Jungs stehen auf Sport und deshalb, ja, ich kaufe dir mal einen Sportschuh. Deshalb, ja, Jungs sind Fußballer und stehen generell so gern auf Fußball, lass doch mal einen Fußball-Fanartikel kaufen, das würde dir noch passen. Andersrum genauso, also auch umgedreht, was ein Junge für ein Mädchen kaufen könnte, was, ja, kaufen, das ist jetzt wieder so eine Sache, das hier kaufen, es muss halt auch nicht immer kaufen, weil das ist, diese Frage, das sind diese Fragen schon, die man halt da, die halt schon darauf hindeuten, wie kann man einen Jungen in einer Beziehung glücklich machen, ja gut, die Frage war jetzt nicht so gestellt, aber, ja, wie auch immer, es gibt nicht wirklich eine Formel, muss ich sagen, die für alle Jungs und alle Männer und alle Mädchen, alle Frauen gilt, also man kann jetzt nicht so pauschal sagen, Frauen stehen auf Pferde und auf Schminke und so, dann, ja, kauft ihr doch mal sowas in die Richtung und Jungs stehen auf Fußball, das ist, ich zum Beispiel stehe gar nicht auf Fußball, ich bin kein Fußballfan, ich gucke auch keinen Fußball, das ist mir langweilig. Und ja, brauche ich noch was dazu zu sagen, Fußball spielen ist ja sowieso abwegig bei mir. Nur mal als Beispiel. Und ich bin nur ein Junge. Ich bin nur ein Mann. Ja, ich bin einer. Ich bin ein Mann. Ja, da kann ich auch mal den Tipp geben, beeindrucke ihn oder sie einfach beeindrucke. Und die geht wahrscheinlich darum, irgendwie eine Person zu beeindrucken, halt einfach, ja, ihm zu zeigen, dass du ihn magst. Und genau das willst du auch am besten tun, so einfach, wie es klingt, einfach ist, einfach zu ihm, zu ihr hingehen und mal zeigen, dass du an ihm, ihr interessiert bist. Einfach auf originale Art hingehen und zeigen, dass du interessiert bist. Halt auch einfach nicht was hinklatschen, was halt irgendwie gerade das könnte, wenn du eine Freiheit, sondern mal irgendwie gucken, ja, was gefällt ihm speziell, was passt denn auf ihn zu. Vielleicht ist er ein großer Fan von, ja, da findest du mal was zu ihr. Ich habe eine Dartscheibe in meinem Zimmer, spielt zwar nicht für Dart, aber vielleicht ist er ein Fan von Dart. Und ja, guckst du mal, was er macht, und dann schenkst du ihm gemeinsamen Ausflug zu einer Dart-WM oder sowas. Geht mal, das ist dann, dann weißt du, du hast bemerkt, er steht drauf und du weißt, was er mag. Also verstehst du, was ich meine, liebe Fragestellerin? Also halt wirklich mal gucken, ja, was ist denn das für ein Typ, den du da machst? Ich glaube, das ist auch ganz in deinem Interesse, das ist auch ganz in deinem Sinne, dass dann auch, ja, nichts vorgespielt wird, dass halt dann auch du nicht der Zeit mit dem Typen verbringen und halt auch Zeit, du nicht halt auch den Typen kennenlernen und, ja, ich glaube, da ist es auch nicht falsch, halt auch mal, vielleicht traut man sich nicht, aber, oh, die belagern mich jetzt hier, was ist denn hier los? Wollen was von mir? Wollen auch Aufmerksamkeit oder was? Womit kann man denn Zeit beeindrucken? Was sagst denn du? ja. Was soll ich dazu noch sagen? Zeig ihm oder ihr einfach, dass du nicht irgendeine Beziehung mit irgendeinem Jungen oder mit irgendeiner Mädchen willst, sondern eine Beziehung mit diesem Jungen und diesem Mädchen und dass du ihn oder sie halt so merkst, wie er ist oder sie ist mit den Macken und mit den Stärken und Schwächen und Besonderheiten, wie es halt so ist. Und dann, ach, damals stehen wir, habe ich den roten Faden verloren. Auch einfach mal fragen, vielleicht ist es vielleicht gar nicht so falsch, mal ins Gesicht zu fragen. Ja, ich habe auch mal gesehen, du hast da letztens, du warst da letztens beim Fußballspiel und du hast eine Dartscheibe in deinem Zimmer hängen. Ich war mal letztens bei dir zu Besuch. Stehst du auf Dart? Spielst du auch wirklich Dart? Bist ein Fan davon? Und dann, hm? Wer weiß? Naja, versteht ihr, was ich meine? Wie schon Maya sagt, ich bin jetzt nicht der beste Ratgeber, was jetzt hier Beziehungen angeht. Ich kann auch noch Vermutungen ansetzen, aber ja, jetzt gucken wir mal, was da von mir will hier. Die Patricia. Hey, wo hast du denn gesteckt? Ist ganz schnell her. Oh, macht ja nichts. Ich bin froh, dass du zu bist, Zack. Ach, wissen nur, dass es freut sich, mich zu sehen. Ja. Sich freuen, einander zu sehen, das ist auch so eine Sache. Oh, und da haben wir eine ganz andere nächste Frage. Nächste Frage ist, was kann man denn gegen Liebeskummer tun? Oh Mann, Liebeskummer. Das ist dann die andere Kehrseite der Medaille. Das ist dann, ja, wenn es das eine, das sich dann Liebe nennt, ist das andere. Das ist dann das Liebeskummer. Wenn es dann mal nicht so geklappt hat und, ja, die eine Partei sagt, ich liebe dich, die andere Partei sagt, ich dich nicht. Hm. Ja, auch ein Thema, über das man ungern spricht. Erstmal lieber stellen, als allererstes, bevor ich irgendwas hier wieder anfange zu philosophieren und irgendwas zu reden und zu diskutieren. Es gibt da bestimmt irgendwo draußen Leute, die haben gerade damit zu kämpfen. Und an dieser Stelle mein herzliches Beileid. Es ist ein Thema, das ist nicht leicht, das ist nicht schön, das ist nicht schwer, es gibt echt Schöneres als Liebeskummer, das ist echt eine saublöde Sache. Sich in wen zu verlieben und dann mit einer anderen Seite eine Absage zu bekommen. Ich hör's schon richtig. Da kenne ich mich schon aus. Da kann ich von erzählen. Mach ich aber nicht. Da kann ich schon. Da kann ich Berichte weitergeben.
Ja, das kann man in jedes Komma tun. Ich glaube, die Antwort, die ich euch da geben kann, die wird euch nicht gefallen. Das ist die einzige Antwort, die man darauf geben kann und es gibt nur diese Antwort darauf. Was kann man gegen jedes Komma tun? Erstmal nichts. Klingt schlimm, aber ja. Die drei A's kann man dagegen tun. A Nummer 1, aushalten. Ja, ist, ja, habe ich mir hier so schön als Stichwort aufgeschrieben. Es gibt leider noch keinen Trank gegen Liebeskummer, da wurde noch nichts erfunden, was halt irgendwie Liebeskrankmäßig, das mir aufheben kann und irgendwie magischerweise das wegzumachen kann. Da jetzt wurden noch keine Wunderheilmittel gegen Liebeskummer entdeckt. Die Medizin kann das noch nicht heilen. Ich glaube, das wird es auch nicht können. Ist halt so eine Sache. Was wollte ich jetzt, was fand ich jetzt? Ach, egal, ist großartig. Sie nennt sich jetzt ab jetzt immer Stylo. Nenn dich doch, wie du willst. Wie cool nennt sich jetzt Stylo? Das heißt jetzt Stylo. Namensänderung passiert. Ja. Aushalten. Ganz einfach aushalten. Durchstehen. Klingt schlecht, klingt schlimm, aber es ist einfach die einzige Option, die dann immer noch bleibt. Einfach durchhalten, stark bleiben und ja, verdammt nochmal weiterleben und ja, voranschreiten. Nicht zurückgucken, einfach weitergehen und ja, und das zurücklassen, liegen lassen, das Schlechte, das Traurige, das die Sache, die man da erfahren hat. So eine Ablehnung ist nicht so wirklich schön, das ist nicht gerade das Beste, was man erleben kann. Ja, einfach durchstehen, durchhalten, stark sein. Und Ablenkung, das nächste A. Ablenkung, soweit es geht, auf andere Ideen kommen, mal, ja, Bücher lesen, Filme gucken, Fernfass-Videos gucken. Einfach Fernfass-Videos auf YouTube gucken. Videos gucken, im Zweifel mal, wenn alle 1000 Fernfass-LP-Videos geguckt sind, sondern halt die ganze Zeit verbracht wurde und die über 1000 Fernfass-Videos zu Ende sind, dann kann man mal im Zweifel mal das Thema Akkus weiter gucken, das ist ja nicht Spaß. Aber, ja, Filme gucken. Vielleicht ein bisschen mehr aus der Realität fliehen halt auch, ist ja nicht ganz falsch, also Bücher haben es mir jemand gemacht, kann ich euch ja sagen, es ist, der Zwergenfürst hat Bücher gelesen. Na. Was soll ich sagen? Gut kombiniert schon noch, und was soll ich sagen? Ablenkung, was schon mal gemacht, dich in dir halt auch irgendwie eine Aufgabe geben. Und das ist mein Tipp, so halt irgendwie, vielleicht auch irgendwie sich beschäftigen, halt auch irgendwie, sich eine Lebensaufgabe geben und sagen, ja, und das mache ich jetzt, das fange ich jetzt an und das ist meine Mission, das mache ich jetzt zu Ende, das stecke ich jetzt in meine Energie rein und darauf konzentriere ich mich jetzt. Also auch auf was anderes konzentrieren, halt wirklich sagen, ja, das ist jetzt wirklich ja, meine Leidenschaft, da schaue ich mich jetzt rein, da bin ich jetzt drin. Bücher sind eine wundervolle Welt. Viele fangen an, Gedichte zu schreiben, vielleicht auch selbst mal Geschichten zu schreiben, Storys zu schreiben, da mal eine kleine Geschichte, ein Buch vielleicht sogar zu schreiben, da sich meine Aufgabe zu setzen, mal irgendwie zu sagen, ja, das mache ich jetzt, da mache ich jetzt mal, schreibe ich eine Fantasy-Geschichte, Fanfiction vielleicht, ein paar Fanfiction schreiben zu Büchern, die man gelesen hat. Ja, aus der harten Realität auch mal verschwunden, weil, ja, man fehlt, also einem fehlt auch irgendwie dann der Mut, wenn sowas passiert ist, dann glaubt man da nicht mehr ans Leben und, ja, ist ein schwerer Schicksalsschlag und dann kommt es auch manchmal zu Zweifeln. Lebenswert ist, ja, Ablenkung, das nächste große A, und A, die drei A's. Das dritte A, abwarten. Viel zu wenig wie aushalten. Jetzt ein ganz blöder Spruch, jetzt hier einfach mal an dieser Stelle, der aber auch, wie man es genau nimmt, ziemlich elegant ist. Der Spruch heißt: Zeit heilt alle Wunden. Ja, das kann man so grob in den Raum werfen. Das klingt auch ein bisschen abgewetzt mittlerweile. Das ist ein sehr alter Spruch, der ja nicht mehr. So wie jetzt klingt blöd, aber ich sag's mal direkt so, ich kann's aus eigener Erfahrung erzählen. Da sind Narben entstanden, da ist eine tiefe Narbe geschlagen worden, sowas haut wirklich richtig rein, wenn du halt so eine Ablehnung bekommst, das ist halt nicht nur einfach eine Ablehnung wie beim Bewerbungsgespräch, du bist zu einem Jobbewerbungsgespräch gegangen und hast gesagt, ich will den Job haben, der Chef sagt, nö, ich will dich nicht haben, das kann man einstecken, aber das ist was Herzenstiefes, was halt so, ja, es lag dir im Herzen, du bei dem Bulli hier die Tür zugeschlagen und dann, ja, wird, oh, ja, setz mich hier dorthin, dann wird hier noch ein Fenster zugeschlagen, eine Tür zugeschlagen und Narbe wird hinterlassen, da wird eine Narbe geschlagen, das ist wirklich, ja, ich weiß nicht, wie ich es richtig sagen soll, aber, ja, und da ist es dann vorbei, da ist dann, es braucht viel Zeit, um diese Narbe zu verheilen und,
Da ist was tief im Herzen drin, da ist eine Narbe im Herzen, das tut richtig weh, das geht bis durch, das ist wie ein Stich ins Herz und das braucht seine Zeit, das ist halt wirklich in diesem Sinne, Zeit halt alle Wunden, da muss man halt wirklich, ja, nach vorne gucken, wie schon gesagt, nie nach hinten und niemals stehen bleiben, einfach immer weiterlaufen, weiter kämpfen, immer weiter durchschlagen, immer sagen, jo, das schaffe ich, das kriege ich jetzt hier weiter, ich hau mich, ich peitsche mich dadurch, ich bin stark, ich kriege das hier nicht, ich lasse mich jetzt von der Sache hier nicht mehr einkriegen, das ist einfach mal sagen, er hat hier gerade Essen gekocht, okay, jetzt gibt's hier Abendessen um Mitternacht. Ja, wie auch immer. Niemals stehen bleiben, Kopf hoch, nach vorne gucken. Es gab mal schon so ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ob ich das wieder komplett zusammenkriege. Gedenke der Vergangenheit, lebe im Heute und bereite alles für die Zukunft vor. Und ja, gedenke vielleicht auch, also ist vielleicht nicht ganz falsch, also ist vielleicht sogar ein bisschen falsch, halt das ganz abzuschließen, das ganz nicht mehr zurückzugucken. Vielleicht auch gedenken in dem Sinn, dass man halt zurückguckt und sagt, ja, war vielleicht doch einiges schön. Also, ja, bevor die Ablehnung kam, hattet ihr vielleicht schöne Situationen, hattet ihr schöne Sachen im Leben, da kann man gucken, es war ja nicht komplett schlimm, es war ja nur. Naja, jetzt kommt wieder das Wort nur, das wollte ich eigentlich vermeiden, das ist halt, ist nicht nur, aber versteht da, was ich meine, es gab auch sehr schöne Zeiten und es gab Momente, die man wirklich im Gedächtnis behalten kann, die man sich wirklich abspeichern kann und sagen kann, das war gut so, das war toll, das war spitze, das will ich behalten und das kann man auch, da kann man auch zurückblicken und sagen, ja, schöne Sache. Aber wie gesagt, gedenke dem gestern, lebe im Heute, das ist halt das Wichtige. Nicht im gestern leben, nicht gucken, was, ja, was hätte, was sollte, was könnte, was werde, was wäre, was hätte, was, ja, was hätte ich besser machen können, was wäre besser verlaufen, sondern heute leben, es ist vorbei, das gestern kannst du nicht mehr klären, das kannst du nicht mehr verbessern, das kannst du, da kannst du nichts mehr rütteln, da, das ist vorbei. Du musst im Heute leben, im Jetzt leben und so weitermachen, wie es ist. Und ja, die Zukunft, an der Zukunft arbeiten und sagen, ja, ich baue mich wieder auf, ich baue das Haus auf, ich arbeite, ich bin stark, ich bin zusammengestürzt, die Ruine ist zusammengefallen, aber ich baue das jetzt mit eigener Kraft wieder auf, ich bin stark, ich kriege das hin. Und das wünsche ich euch auch, gerade Leute, die jetzt hier zugucken und dies halt vielleicht gerade betrifft, seid mal so und seid mal stark und ich glaube, ihr schafft das. Ja, ganz ehrlich mal, ich will eigentlich nicht selbst drüber reden, will möglichst wenig über meine Vergangenheit reden, das will ich aus YouTube eigentlich raushalten, aber ich sag's ganz kurz und knapp, ich hab's auch geschafft. Ich bin auch rausgekommen, ich hab gekämpft, ich bin da durchgekommen, ich war stark und ihr schafft das auch. Da bin ich mir sicher. So, die letzte Frage heute. Frage. Die wurde mir auch anonym gestellt von einem ask.fm Zuschauer. Ja. Wann gehst du off? Die Frage. Es ist hier mittlerweile 1 Uhr nachts. Ich würde mal sagen, wann gehe ich off? Jetzt.